Moin Moin, hier ist Clemens von Rockzone Records aus Lüneburg und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr keine meiner Reviews verpassen wollt, dann abonniert ihr jetzt meinen Kanal bei YouTube und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand rund um meine Veröffentlichung und um die CD-Reviews. Und da habe ich heute was richtig Leckeres für euch. Und zwar Testament mit Titans of Creation, heute erschienen. Und in den nächsten 100 Sekunden stelle ich euch das Album gerne einmal vor. Testament kommen aus San Francisco und sind seit fast 40 Jahren im Thrash-Metal-Geschäft unterwegs, also eine der einflussreicheren Bands in ihrem Genre. Und die haben heute mit Titans of Creation ihr neues Album veröffentlicht, das ich mir für euch angehört habe. In der CD-Version kommt das Ganze recht schlicht daher. Es ist ein einfaches Javel Case, ein schönes CD-Cover, ein Booklet mit allen Texten, was ich immer sehr angenehm finde beim Musikhören, wenn man die Texte mitlesen kann. Und deswegen gibt es von mir 7 von 10 Punkten für das Layout. Kommen wir zum Sound dieses Albums. Der Sound ist richtig, richtig, richtig gut. Er ist druckvoll, er hat viel Power, wenn man die Anlage aufdreht. Trotzdem scheppert es an allen Ecken und Kanten, so wie Thrash Metal 2020 klingen muss. Das macht richtig Laune und gibt von mir 9 von 10 Punkten für den Sound dieses Albums. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Songwriting. Das ist bei Testament immer richtig spannend, weil sie jedes Mal versuchen müssen, die Vorgängerplatte zu übertrumpfen. Und dieses Mal ist es wieder gelungen. Dieses Album ist in Sachen Songwriting abwechslungsreich und trotzdem eingängig. Das einzige Manko bei den Songs ist, dass sie teilweise ein bisschen zu lang geraten sind. Da hätten Testament mehr auf den Punkt kommen sollen, aber das ist Meckern auf ganz, 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 ganz hohem Niveau. Es gibt 8 von 10 Punkten für das Songwriting und das Schöne ist, dass es dem Hörspaß der Platte überhaupt gar nicht schadet, denn die Scheibe macht richtig Spaß, die Songs gehen gut ineinander über, man kann die klasse durchhören und für den Hörspaß gibt es von mir 9 von 10 Punkten, sodass wir auf eine Gesamtpunktzahl für das ganze Album kommen von 8,5 Punkten von 10 möglichen Punkten, was bedeutet, dass jeder Thrash-Metal-Fan sich diese Scheibe definitiv ins Regal stellen sollte. Wenn ihr auch eine CD habt, zu der ihr euch eine Review wünscht, dann schreibt es mir in die Kommentare oder sendet mir eure Veröffentlichung zu und ich werde in diesem Format eine Review machen. Ansonsten sagt mir bitte auch, was haltet ihr von Titans of Creation, von Testament. Schreibt es mir in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber schnacken und ansonsten bleibt bitte gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut.